Barbara ist da, Barbara Berger, Life Coach, Lerntrainerin, Rechentrainerin aus Wien. Ja, und das heutige Thema ist ganz spannend auch, nämlich wann ist es überhaupt angezeigt, die Hilfe eines Experten, sprich eines Lerntrainers, in Anspruch zu nehmen. Da fallen mir mehrere Punkte ein. Das eine ist, wenn ihr zu Hause mit euren Kindern merkt, das kann auch schon vor Eintritt in die Schule sein, dass euer Kind irgendwie besondere Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, besonders hibbelig ist, eigentlich wenig Lust hat auf alles, was mit Schule zusammenhängt, irgendwie ständig viel Energie braucht, damit sie sich für solche Tasks motivieren kann, sich auf die Schule gar nicht freut, am Beginn der Schule sich nicht gut einordnen kann, dann ist es eine gute Idee, gleich einmal einen Lerntrainer von eurer Seite her aufzusuchen. Ein weiterer guter Zeitpunkt kann sein, wenn der Volksschullehrerin oder dem Volksschullehrer seinerseits, ihrerseits etwas auffällt. Kann das gleiche Thema sein, das Kind tut sich dann irgendwie mit etwas Bestimmten schwer, die Buchstaben schreiben, Buchstaben nicht verwechseln, beim Rechnen zählt ständig relativ einfache Dinge mit den Fingern, ist deutlich langsamer im Erfassen von Aufgaben als der Rest der Klasse, verdrödelt sich, schaut gerne in die Luft, kann sich nur ganz schwer konzentrieren. Wenn ihr so etwas als Feedback von der Lehrerin kriegt, würde ich als Elternteil ganz einfach mal frühzeitig Hilfe holen, weil je schneller man sich das anschauen lässt, je schneller man mit dem Kind professionell arbeitet, desto geringer bleiben vielleicht dann die wirklichen Schwierigkeiten und desto weniger Defizite können sich aufbauen. Sehr oft passiert es allerdings recht spät, so erst nach der Volksschule in der Zeit des Eintritts in die nachfolgende Schule. Dann höre ich immer wieder, ja, es ist eigenartig, die ganze Volksschule über war mein Kind recht gut, hat eigentlich immer Zweier gehabt, einmal einen Dreier vielleicht, aber sonst recht gute Noten. Lehrer, Lehrerinnen haben auch gemeint, ja, es könnte ein bisschen besser sein, aber das wird schon werden. Deswegen haben wir zugewartet, wir haben ganz viel zu Hause geübt, ganz oft mit dem Kind zusammen sind wir gesessen, aber jetzt in der Mittelschule oder manchmal noch krasser, jetzt mit Einstieg ins Gymnasium, jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt werden die Noten auf Schularbeiten schlecht, das Kind verliert die Motivation. Also aller spätestens dann, würde ich mal sagen, ist es wirklich ein super Punkt, sich Hilfe zu holen. Vielleicht fragt ihr euch generell auch, was soll denn ein anderer, ein Fremder besser können als ich mit meinem eigenen Kind? Aber genau darin kann der Schlüssel des Erfolgs liegen, denn ihr habt eine Rolle als Elternteil, das heißt, ihr seid Erzieher, ihr seid Versorger, ihr seid Organisator für das Kind, eure Rolle ist es, für euer Kind da zu sein, euer Kind in allen Lebenslagen immer lieb zu haben. Ja? Ein Dritter tut sich ein bisschen leichter, wenn es um die Verfolgung von neuen Methoden geht, wenn es ums Hinschauen geht, wenn es um eine bestimmte Art von Konsequenz und Einhaltung geht, wenn es darum geht, in einer Expertenrolle dem Kind zu zeigen, du, ich habe davon eine Ahnung, ich betreue viele andere Kinder, ich schaue mir das an, ich habe Ratschläge als Experte, die ich dir mitgebe, das kann dem einen oder anderen Mal auch mit einer Art, ja, was kann ich von wo annehmen, wie glaubwürdig ist jemand, auf welchem Gebiet zu tun haben. Und wir wissen aus dem gesamten Gebiet des Coachings, dass es innerhalb eines Systems ganz schwer ist, etwas zu tun. Das ist ja auch der Grund, warum manche Paare sich Hilfe holen, in Form einer Paartherapie. Das ist der Grund, warum manche Leute mit ganz anderen Themen in ein Coaching gehen und sich dort Hilfe und Rat holen, weil sie einfach alleine immer wieder in einen Strudel kommen, der sie dann irgendwie von einem rechten, von einem funktionalen Weg abbringt. Lerntrainer sind in der Regel Experten im Aufspüren von Defiziten. Das heißt, wir wissen genau, wo müssen wir hinschauen, was sollte ein Kind denn in welcher Form jetzt schon gut können. Und dann einen Abgleich machen, wie weit ist das Kind denn? Wir sind auch Experten darin zu sagen, was für Stärken hat denn das Kind? Und vielleicht sind es manchmal sogar die Stärken, die dann irgendwie genau in einem bestimmten Kontext das Kind von etwas anderem zurückhalten. Stichwort Kreativität. Kreativ zu sein, sich Dinge ausdenken zu können, ist eine super Fähigkeit. Nur nicht immer und überall, nur nicht immer, wenn es darum geht, jetzt eine mathematische Rechnung zu lösen vielleicht. Lernen hat ja, und das habe ich auch schon in einem anderen Video deutlich gemacht, mit Veränderung zu tun. Und Veränderung aus den eigenen Reihen, aus dem eigenen familiären System zu erzielen, ist manchmal recht schwer. Ich höre auch immer, dass die Eltern sagen, ja, wir tun ja eh, wir üben eh wahnsinnig und immer mehr und jetzt noch viel mehr als früher. Ja, da ist aber der Punkt, üben ist keine Angelegenheit des Wieviels oder der Menge, der Quantität. Üben ist auch eine Frage der Qualität. Wenn ich nicht die richtigen Dinge auf eine richtige Art und Weise mache, dann ist es vielleicht sogar besser, ich hätte weniger davon gemacht. Ja? Und da hilft es einmal, einen Experten dazu zu holen. Das kann jetzt sein, dass der sich einfach mal das anschaut, eine Momentaufnahme macht, mit den Eltern dann bespricht, in welche Richtung es weitergehen sollte. Manchmal reicht es dann, wenn die Eltern einfach diese Ratschläge annehmen, um selber besser mit dem Kind üben zu können als bisher. Manchmal reicht es auch, dass man mit einem Kind
für eine gewisse überschaubare Zeit in so ein Training geht, dass man dann etwas auf Schiene setzen kann, was zu Hause von alleine weitergeführt werden kann. Manchmal allerdings ist es notwendig, hier in einen ganz langen Prozess einzusteigen. Ganz besonders dann, wenn ein Kind grundsätzliche Defizite hat, wie zum Beispiel mit Hören und Sehen Schwierigkeiten hat, generelle ganz starke Konzentrationsschwierigkeiten hat, irgendwelche Krankheitssymptome hat, irgendwelche Behinderungen mitbringt, sich Dinge nur wirklich extrem kurz oder schwer merken kann, dann ist ein Lerntraining ein sehr langer, begleitender, aber ein umso wichtigerer Prozess. Wie ordnet sich da die Nachhilfe ein? Die Nachhilfe ist dann das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, ein Kind hat grundsätzlich keine großen Schwierigkeiten in Deutsch, in Englisch, in Mathematik oder in welchem Gegenstand auch immer. Nur jetzt gibt es halt einen Themenbereich, ein Kapitel, das irgendwie ein bisschen schwer ist oder das Kind hat ein bisschen was versäumt in der Schule, war nicht aufmerksam, war mit den Gedanken woanders, ist vielleicht ausgefallen durch eine längere Krankheit. Dann kann Nachhilfe großen Sinn machen. Wenn es aber geht um Schwächen, um Rechtschreiben ist immer und überall eher schwer und Geschichten ausdenken oder irgendwas zu Papier bringen ist ein Thema, Konzentration ist der wunde Punkt, Motivation ist gar nicht vorhanden oder es gibt eine Rechenschwäche im Sinne von Mengen können nicht erfasst werden. Ja, oder es gibt kein Schließen von, aha, wenn die eine Aufgabe so ist, dann ergibt es eine innere Logik, warum die andere Aufgabe so sein muss. Wenn es daran hapert, ist Nachhilfe zu wenig. Und ein weiterer großer Vorteil vom Lerntraining von Professionellen ist ganz einfach, es bietet mehr als nur die Arbeit mit dem Kind. Gute Lerntrainer coachen in einem kleinen, verhältnismäßigen Rahmen auch die Eltern mit. Das heißt, es gibt ein Feedback, eine laufende Abstimmung. Wie ist die Arbeit mit dem Kind? Was wurde entdeckt? Was ist daher weiter zu tun? Und dann gibt es auch die Tipps und die guten Ratschläge für die Eltern, wie sie das auch gut umsetzen können. Wer mehr braucht, kann natürlich dann seinerseits auch als Elternteil mehr Coaching in Anspruch nehmen. Das kann jetzt vom gleichen Lerntrainer sein oder dann von einem Coach, der speziell für dieses Thema ausgebildet ist. Das heißt, auch die Eltern haben ein Recht, sich Hilfe zu holen, bei dem gut und schön, jetzt tut jemand mit meinem Kind, aber zu Hause funktioniert es doch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Wie kriege ich denn das im Familienverbund besser hin? Und was ein Lerntrainer noch kann, er ist eine gute Anlaufstelle, eine gute Gesprächsebene mit Lehrern. Nicht, dass Eltern das nicht können, aber meine Erfahrung zeigt, dass sich Eltern manchmal ein bisschen scheu und zurückhaltend verhalten, wenn sie mit den Lehrern Kontakt haben. Die Lehrer ihrerseits manchmal nicht genau wissen, wie sie Botschaften mit den Eltern austauschen können, sodass diese richtig verstanden werden. Und da kann der Lerntrainer auch eine super Brücke bauen. Das heißt, Lerntrainer können, wenn Eltern das wollen und die Lehrer einverstanden sind, direkt ins Gespräch gehen mit den Eltern. Lerntrainer können die Eltern vorbereiten auf ein Lehrergespräch. Das kann jetzt ein einfacher Elternabend sein. Das kann jetzt die Vorbereitung auf ein Gespräch mit dem Lehrer, mit den Lehrern sein, wenn es um ganz spezielle, eher schon knifflige Themen geht. Und noch einmal, warum kann ein Dritter, ein Außenstehender vielleicht mehr bewirken als ich selbst? Ich weiß, heutzutage lernt nicht jeder mehr Skifahren, aber in meiner Generation war es so, dass viele Kinder mit den Familien noch die Möglichkeit hatten, Skifahren zu lernen und viele Eltern gute Skifahrer waren, aber auch dort, wo es super Skifahrer gab, haben die Eltern gesagt, nein, also mit dem eigenen Kind, das ist ein Kampf, das ist ein Krampf, das ist ein Gestreite, das funktioniert irgendwie nicht, ich gebe mein Kind aus Überzeugung in eine Skischule. Nicht, weil die nur besser Skifahren, aber weil das Kind das auch dort besser annimmt, besser lernt, in einer besseren Umgebung ist und da schneller Fortschritte machen kann. Und das ist für mich im Bereich Lerntraining genauso. Wer also zu Hause die leise Befürchtung hat, dass nicht alles so läuft, wie es laufen soll, in Bezug auf, wie sich ein Kind mit dem Erwerb neuer Fähigkeiten, Fertigkeiten tut, wer die Nase voll hat von den ewigen Streitereien, Diskutierereien zu Hause, wenn es darum geht, mach doch deine Hausübung, setz dich doch einmal hin, lern einmal was, dann bitte hol euch Hilfe, macht es nur eher bald. Ja, weil Lerntrainer sind auch nur Menschen, sind zwar Experten hoffentlich, sind aber keine Engel und können nicht in kurzer Zeit ganz große Wunder bewirken. Ja, und jetzt alles noch einmal auf den Punkt gebracht. Lerntrainer und Lerntrainerinnen sind Experten im Aufspüren von Defiziten und sie kennen unterschiedliche Methoden, um gewünschte Veränderungen herbeizuführen und wie sie erreicht werden können. Vorausgesetzt, man hält sich auch an deren Ratschläge und bindet sie früh genug ein. Lerntrainer tun sich oft im Gespräch mit Lehrern leichter, weil sie sich auf einer anderen Ebene, manchmal auch auf einer mehr fachlichen Ebene mit ihnen unterhalten können. Und sie geben gute Tipps als Vorbereitung für Eltern-Lehrer-Gespräche. Manchmal können sie auch gleichzeitig die Coaches für alle Anliegen der Eltern ihrerseits sein
oder auf weitere Experten in dem Zusammenhang verweisen. Ja, und jetzt war es auch noch nicht alles, da kommt noch viel mehr. Also bleibt bitte dran weiterhin, liked, subscribed und ringt the bell. Ja, und ich freue mich schon ganz stark auf ein Wiedersehen in einer Woche mit euch. Tschüss, tschüss.